In den folgenden Monaten nach dem Vorfall bemerkte ich, dass sie sich immer mehr von mir distanzierten. Es dauerte nicht lange, bis sie Kontakte zu bedeutenden Figuren der Londoner Unterwelt pflegten. Der Professor? Das ist völlig unmöglich. Sei dir da nicht so sicher, Luke. Zeit verändert alles, nicht zuletzt auch Menschen. Es war offensichtlich, dass ein gewisser Aspekt von Sir Lupins Studien sie überaus faszinierte. Bald sprachen sie nur noch über Zeitreisen. Sie schienen besessen von dem Wunsch, die Vergangenheit zu verändern. Ich wollte die Vergangenheit beeinflussen? Dr. Sir Lupin wollte seine Studien weiterführen, aber ihm fehlten die nötigen Mittel. Dank ihres überragenden Intellekts und ihrer neuen Kontakte zur Unterwelt konnten sie ihm helfen. Das kann nicht sein. Natürlich gab es Menschen, die sie aufhalten wollten, doch niemand war ihrem Geist gewachsen. Bald schon flossen ihnen immense Geldsummen aus unzähligen zwielichtigen Geschäften zu. Dr. Sir Lupins Geldsorgen hatten damit ein Ende und er konnte seine Zeitmaschine rasch vollenden. Zeitmaschine? Du meinst... Richtig, die Zeitmaschine im Uhrengeschäft in der Midland Road. Aber ich muss mich korrigieren, vollenden war wohl nicht ganz das richtige Wort. Aha, wieso das? Sir Lupins Zeitmaschine entspricht nicht ganz dem, was er ursprünglich mit ihr bezwecken wollte. Sie ermöglicht es nicht, Zeit und Ort der Reise selbst auszuwählen. Stellt es euch als eine Verbindung zwischen mehreren Zeitebenen vor, ähnlich einem Tunnel. Ein Zeittunnel also, wie ein Wurmloch im Weltall, darüber habe ich mal gelesen. Ja, das trifft es recht gut. Und durch reinen Zufall öffnete sich dieser Tunnel genau im Uhrengeschäft. So können sie in Sekunden zwischen ihrer und meiner Gegenwart reisen. Und genau so konnte uns auch dein Brief erreichen. Eines beschäftigt mich noch. Dieser Zeittunnel ist für mein zukünftiges Pendant sicher überaus wichtig. Folglich muss ihn der Professor deiner Zeit doch unter akribischer Aufsicht halten, stimmt's? Wie also ist es dir gelungen, dir den Tunnel zunutze zu machen? Das werde ich Ihnen gerne erklären, doch vorher will ich Ihnen etwas sagen, etwas sehr Wichtiges. Bestimmt geht es um den Grund, wieso du uns hierher gerufen hast. Ich höre. Sie denken wirklich stets voraus. Ihr Scharfsinn ist verblüffend, Professor. Ich möchte Sie bitten, mit mir zusammen dem Herschel Layton meiner Zeit die Stirn zu bieten. Ich soll mir selbst das Handwerk legen? Der Professor meiner Zeit arbeitet fieberhaft daran, die Zeitmaschine zu vollenden. Und diesmal soll sie so perfekt werden, dass auch Zeit und Ort der Reise frei wählbar sind. Er ist sogar in die Vergangenheit gereist, um die führenden Forscher auf diesem Gebiet zu entführen. Wieso sollte er dafür durch die Zeit reisen? Ich bin sicher, an klugen Köpfen herrscht hier kein Mangel. Tragischerweise hat die Explosion die Leben der wichtigsten Experten gefordert. Dem Professor Layton der Zukunft blieb also nichts anderes übrig, als in die Vergangenheit zu reisen. So ist das also. Die Dinge hier stehen schon schlimm genug. Doch sollte Layton die Maschine vollenden, so ist es um uns alle geschehen. Jemand muss seinem Treiben ein Ende setzen. Der Einzige, der das kann, bin ich. Das wolltest du sagen, stimmt's? Ganz genau. Einem Genie kann nur ein ebenbürtiger Geist Einhalt gebieten. Alles andere ist zwecklos. Aber wie? Das London dieser Zeit ist mir äußerst fremd. Zudem weiß ich nicht, wie ich ihn finden soll. Diese Hürde werden wir gemeinsam meistern. Der Layton meiner Zeit versteht es, ein Geheimnis zu wahren. Aber sein Hauptquartier ist wohl bekannt. Wir sollten als erstes dort nach ihm suchen. Also ist dieses Casino gar nicht der Stützpunkt der Verbrecherbande? Oh nein, es ist nichts weiter als eine seiner vielen Einnahmequellen. Sein eigentliches Hauptquartier liegt in Chinatown. Sehen wir uns dieses Hauptquartier noch einmal genauer an. So dubios mir die Geschichte auch erscheinen mag, will ich hier einen gewissen Reiz nicht abschreiten. Suchen wir mein zukünftiges Ich, dann wird es mir leichter fallen, deinen Worten Glauben zu schenken. Keine Angst, ich dachte schon, dass sie eine so eilige Erklärung nicht überzeugen würde. Hey, vergesst mich nicht. Ich komme auch mit. Aber natürlich, auf wen kann ich mich denn verlassen, wenn nicht auf mich selbst? Wenn du solche Sachen sagst, schwirrt mir gleich der Kopf. Daran wirst du dich leider gewöhnen müssen. Auch deine Hilfe ist äußerst wichtig. Ach ja, eine interessante Kleinigkeit will ich Ihnen noch verraten, Professor. Ja? Es gibt keinerlei Aufzeichnungen über einen Forscher namens Sir Lupin. Es ist ein Deckname. Tatsächlich? Und er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, seine Identität auch bei der Vorführung geheim zu halten. Es stimmt, niemand der Teilnehmer schien den Namen zu kennen. Ein Wissenschaftler unter einem falschen Namen, was fühlte der Mann wohl im Schilde?
Tja, eine weitere interessante Frage, die wir hoffentlich bald beantworten können. Es will mir einfach nicht so recht einleuchten. Was denken Sie, Professor? Wir sollten das Gespräch draußen fortsetzen. Lass uns zurück in die Flatstone Street gehen. Luke aus der Zukunft sandte dem Reef mit Hilfe einer Zeitmaschine in die Vergangenheit. Er wollte damit seinen ehemaligen Mentor bitten, das London der Zukunft vor einem schlimmen Schicksal zu retten. Die zwielichtigen Zeitgenossen in grausen Schergen eines Verbrecherclans, der dem Befehl eines niederträchtigen Professor Layton der Zukunft untersteht. Jetzt mal hier die beiden neuen Rätsel. Das zukünftige Pendant unseres Professors ist ein krimineller Erzschurke, der London in einem Clan brutaler Spießgesellen tyrannisiert. Wie konnte aus dem herzensguten Professor Layton nur ein solches Monstrum werden? Dr. Stolypin, ein weiteres Rätsel. Es stellte sich heraus, dass Dr. Stolypin, der Leiter der Zeitmaschinenvorführung, ein Scharlatan war. Irgendjemand muss sich hinter diesem Decknamen verstecken. Die Frage ist nur, wer? Kommt mit, ihr beiden. Wir müssen zurück in die Flatstone Street. Na dann mal los. Ah, da bist du ja, Boss. Wie bitte? Hey, wieso trägst du die Sachen vom Boss? Soll das etwa ein Witz sein? Nun, wissen Sie... Wenn ich's mir genau überlege, habe ich vorher noch nie einen von euch hier gesehen. Wahrscheinlich, weil wir nur selten Gelegenheit haben, ihr verehrtes Etablissement aufzusuchen. Kein Schimmer, wovon du sprichst. Aber ihr drei kommt erstmal mit. Ugh. Professor, los! Nicht wie raus hier! Oh nein! Schnell, ihr beiden, hier entlang. Macht sie zur Pampe! Los! Schnappt ihr eure Leute! Ruhe bewahren, Luke. Ich habe eine Idee. Hä? Aber wo wollen Sie hin? Hä? Was haben Sie vor, Professor? Los, komm mit. Ich brauche deine Hilfe. Aha. Wir schießen jetzt zurück. Jetzt geht's ums Ganze. Setze diese Trümmerteile richtig zusammen und hilf unseren Helden zurückzuschlagen. Drehe die Teile und setze sie in die Passform ein. Verwende alle Teile und vermeide, dass sie sich überschneiden. Und nun los, du hast keine Zeit zu verlieren. Ah, ich mach ja schon. Freue mich ja schon. Bin ja schon dabei. Hilfe. Ja? Doch? Wie? Nee? Ah, wie? Hilfe. Das bin ich ganz aufgeregt. Also ich würde ja denken, das Ding... muss hier nach vorne. Würde ich so meinen. Nee, das passt so nicht. Gerade nix. So vielleicht? Das sah ja schon mal ganz gut aus, aber wo soll das Ding jetzt hin? Thank you.
Das sieht doch gut aus. Mal sehen, ja, ob das stimmt. So gefällt mir das. Jackpot, nun ist es an der Zeit, zurückzuschlagen. Wunderbar, das lief ganz nach Plan. Da rennen sie. Hab die Hosen voll, hä? Bitte? Was genau hast du denn getan? Pass mal auf, ich bin du, oder? Also habe ich genauso viel geholfen. Machst du Witze? Da kann man kaum widersprechen. Neue Karte für den Spielzeugauto. Yippie! Speichern, speichern.